Hallo und herzlich willkommen in der zweiten Folge hier, in Elmgard. Ja, der zweite Anhänger ist voll. Wir fahren jetzt zurück. An die Straße. Und den Rest sammeln wir dann gleich ein. Und dann haben wir den Feld dran. Junge, fahr weiter. Wenn wir nicht gut üben. Weiterfahren. Die war das nichts. Scheiß KI-Verkehr. Aber gut, den kannst du nicht programmieren, das ist also. Der war schon früher immer blöd und der ist nach wie vor blöd. Das ist genau, Hupen ist verboten. Nur in Ausnahmefällen ist erlaubt, in Gefahrenvollzug ist. Aber gut, die keine Blitze sind, ne? Schnellfahren ist auch nicht erlaubt. Innerorts. Also innerorts gibt es normalerweise kein. Keine Abstand. Da laufen die mal alle hin. Da gibt es doch gar nichts zu gucken. Auch die BGH. So. Entschuldigung, ich hätte hinten anfangen sollen, ne? So. Mal leicht schräge machen, weil der Ding hier nicht in die Wand rein kann, ne? Aber einer kommen noch. Wahnsinnstechnik. Lässt sich nicht mehr schieben, ne? Einmal kommen wir noch. Einmal noch. Ja, jetzt und jetzt. Mal zwei. 48. Wahnsinn. Das doppelt wollte ich mehr. Also mehr war doppelt, als ich dachte. Aber wie gesagt, hier am Rand muss ich aufpassen, dass die Wiese nicht getroffen ist. Also da ist mindestens ein Streifen. Als. Ja. Zu früh abgebogen. Fangen wir rechts an, ne? Ja, erst in Mitte nehmen und dann hier rechts. Oder sogar einer mehr, ich dachte. Ah, die rollen ja weg, ne? Das ist ein Nachteil bei Rundfallen. Müsst ihr die andere Maschine kaufen für Pöttinger? Dann geht immer noch 120. Warum weiß ich auch nicht. Durchmachen. Aber dann legt die halt auf der flachen Seite hin. Dann können sie zumindest rein theoretisch nicht wegbringen. Immer wieder schon, wenn es gebackt ist, ne? Abrollen die ganz gut, ne?
weiß noch, wenn man jetzt theoretisch zu viel weg mit der Sägemaschine arbeitet, dass man dann praktisch die Narbe, die Grasnarbe wegnimmt. Das wäre gar nicht so gut, dann muss man dann nachmalen. So, haben wir alle mal. Ich denke schon, ne? Das ist nur 14. A, C und B. Also 48 und 10 macht 58 und 4 macht 62. Weil ich da nicht verkehrt liege. Weil der Metall ist. Schauen wir mal, ob wir mehr kriegen, ne? Die Kalk haben wir jetzt schon mal, in der Fläche jedenfalls. Jetzt wird noch der Rand, was geht, ein Feld erstellt mit einer Gruppe. Vor allem im Flug, das ist ein bisschen zu aufwendig. Ist nicht so wendig wie die ein Gruppe, ne? Die Gruppe ist in der Vornase. So, den haben wir ja ein bisschen weniger, kann man ein bisschen so ranfahren. Ja. Ich glaube zwar nicht, dass wir da durchfahren müssen auf, in Zukunft, aber wenn zum Beispiel Rübenernte wäre, dann wäre das ganz gut, wenn die Ballen da nicht da wären. Ne? Aber die Rübenernte haben wir ja nicht. Ich habe nicht geplant. So. Z. Der braucht jetzt einen Platz dafür, kann man sagen. Irgendwo. Wo nicht stört. Vorne irgendwo. Ah, derselbe Kandidat. Gehupt. Hier neben den Flug dafür passend. Wie gesagt, eine neue Karte wird sicherlich überall ein Hof vorhanden sein. Hier ist einfach kein Platz. Müsste ja viele eine Fläche sehr viel opfern. Ne? Halt andersrum. Ich stelle dir die Frage, meint das mit Kursplay oder meint das. Nee, Kursplay geht sowieso nicht. Den Kurs aufzeichne. Den Mentaktor, das normal abfahren werde. Dass wir die möglichst wenig nachmalen müssen. Oder. Gibt mir halt Mühe, ne? So, wie gesagt, das jetzt nicht gekalkt ist, das wird jetzt umgegrubbelt. Zumindest die Breite vom Kalk zum Feldrand. Überwiegend, ne? Also hier zum Beispiel. Hat eine Arbeitsbreite von 4 Meter. Ne, jetzt hat er nur 6. So. So. Gehen wir rein. Die anderen machen ja schon weg. Und Allrad. Und jetzt gucken wir rein. Erstellen. Mal ein Z normalerweise. Was rausgenommen? Überheben. Ich glaube, das habe ich rausgenommen, den Mod. Das ist schlecht. Du musst jetzt warten. 10 Minuten. Ah!
geht. Mit Z. Wird noch nie angezeigt. So, wie gesagt. Ungefähr am Kalten orientieren. An der Kante bleiben. Ich kann das auch mähen, aber hier könnte man ruhig eine Bahn ziehen. Aber da vorne Bereich, wo die Straße ist, so eng, da würde ich, wenn überhaupt, nur eine Spur reinziehen. Aber wir ziehen jetzt mal hier eine Runde rum. Hier reicht auch eine Bahn aus. Stein habe ich mal ausgemacht, habe ich mir jetzt hinterher sammeln, noch ein bisschen zu aufwendig. Deswegen ist das weg. Der Strauch auch weggepasst. Wie gesagt, hier eine Möglichkeit. Den Rest muss ich halt nachmalen, ne, wenn das hier irgendwas näher nicht wächst und das in der Sämaschine löschen, dann muss ich halt nachmalen. Das ist ja halt mal so, ne? So, gehen wir an. Wir gehen jetzt schon mal ein bisschen raus. Und fangen jetzt an, wieder einzufahren. Damit das hier entsprechend optimale Breite wird, ne? Zum Feld. Beruhigt jetzt den Streifen mitlassen, ne? Hier wäre es nicht ganz so tragisch, wenn das hier noch als Acker dazu kommt. Aber das kann ich immer noch machen, wenn es die Frucht geerntet wurde. Da kann man immer noch entscheiden, ob das dazu kommt. Aber ich will ja doch sowieso umziehen. Von daher ist das jetzt gar nicht mal so relevant. So, wie gesagt, an der Straße, im Feld. Etwa in der Mitte. Oh, oh, oh. Ja. War scharf. Könnte man mal zur Not mit dem Terraforming und Malen wieder korrigieren. Ne? Da ist mal die vorne die Wiese. Fangen wir außen an, ne? Ja, das wird nach rechts weg, das ist mal so gut. Ja, für Felder, Sterne und Gruppe muss man einen Mod kaufen. Gibt ja schon eine Menge. Ja, die allermeisten wissen nicht. Gerade bei großen Flächen ist das schon ein Vorteil, ne? Wenn man da sich nicht mit einem Flug rumplagen muss, sondern es wirklich große Flächen sind. Aber wer Zeit und Lust hat, der macht doch nicht gut. Aber hier ist die Straße, rückt ist ein Platz. Hat sich anders aus. Gewarnt. Aber die Fenster wieder zugemacht, weil die Rosen jedenfalls, weil Mücken würde ich nicht ins Haus haben. Dann fahren wir hier in die Ecke rum. Wie gesagt, am Feld würde ich nicht ran. Straße auch nicht. Gehen wir hier mal die Ecke rüber.
Dass wir die Runde von hier reinziehen. Dass wir halbwegs hier eine Rundung hinkriegen. Ne? Dass keine scharfen Ecken da sind. Jetzt halt die Innenbahn, ne? Und das muss ja wieder kalt werden, ne? Das ja vielleicht sogar scannt werden, also mit Bodenprobe nehmen, ne? Also ich mache ja mit KI, das ist ja bis zum einen ist das. Klar, da bauen wir normalerweise gar keine Zeit. Also, das alles selber zu machen. Man macht das zwar teilweise selber, wenn das die Technik erlaubt. Aber. Es gibt ja so ein Gerät, das kann man in der Erde stecken, und so vorher reinigen und dann macht er seine Arbeit. Man ist schon zu wissen, dass man weiß, man muss jetzt die Menge an Stickstoff geben oder so, ne? Das ist ja auch eine Kostenfrage. Da nimmt immer viel Hilfe hier, ne? Bei meinen Pflanzen auch gemerkt. Gehen die ein. Oder erholen sich ganz schwer. Soll ich hier mal noch was nachtun? Arbeiten her. Ah, übrigens, ich habe die Fruchtzerstörung aus. Und gerade einmal. Ah, diese. Ja, aber ausschalten möchte ich die auch nicht, ne? Gehört dazu. Ich möchte aber auch nicht so viel nachbearbeiten, ne? Das wird ja auch nicht sein. Das können bestimmt ein paar Ball mehr sein. Ein guter Vergleich liegt sowieso, weil ich ja prinzipiell von vornherein mal mehr oder weniger geändert habe. Aber so, jetzt muss man sehen, dass wir den Bereich machen, den wir bis wir rangehen wollen. Ne? Wo kalt ist, muss man nicht ran. Na, hier wäre nichts mit dem Drescher zum Beispiel. Kommt ja gar nicht hoch. Sind nie ausgelegt. Ne? So, gehen wir jetzt außen lang und dann einfach innen her. So, 100% muss es ja nicht sein. Das ist eine Kante. Da oben die Ecke überlege ich mir auch noch. Die Steine müssen auch ein bisschen umfahren werden. Ja, die kriegt er so nicht weg. Das ist ja gut. Ne? Wenig weg, die Böse. Das ist leider so. So, das sollten nächste Feld rein. Das ist nämlich geflügt worden. Also bald reif. Das war ja schon reif. Von der Beschreibung her. Stufe 1 oder so.
können wir auch kalken. Und dann alles düngen, ne? Deswegen ist der Wachstum so langsam. Wer hat den Baum da gepflanzt? Dann nach links. Dann rechts. Ein bisschen Luft muss man lassen, sonst gibt es ein Problem. Wenn ich mal Kursbrett fahren lassen würde, dann wäre das ungünstig. Obwohl das eh ungünstig wäre, wenn die Winden da vorne. Oh, ich sehe gerade wieder, wir haben wieder Zeit. Hübsch, das sollte doch schon voll gewesen sein. Ihr seid dann mal schon dankbar, dass ihr reinschaut. Und tschüss, und ciao. Ja, morgen geht's weiter. Den Rest erstellen und dann nachher nochmal kalken den Rand und dann nachher düngen. Tschüss, ciao. Bis nächstes Mal. Tschüss.